Rainer von Landau, Herzog von New York, ist ein Großer seiner Zeit. Ehrgeizig, mitfühlend und gerecht. Ein großer Philosoph und Gelehrter. Im Jahr des Herrn 886 regiert der 50-jährige Volksheld über Nordengland und das, obwohl alles 19 Jahre zuvor im beschaulichen Niederbayern begonnen hat. Wie es der Bayer zum unabhängigen Herzog Nordenglands geschafft hat, erfahrt ihr gleich. Zuvor schauen wir uns aber mal an, was euch der neueste, hervorragende DLC zu Crusader Kings 3 alles bringt und wo der Mittelalter-Epos als Ganzes aktuell steht. They tell you that power is a birthright, determined by blood. This is not entirely true. Die Erweiterung Roads to Power dreht sich vor allem um zwei Teilgebiete. Zum einen wurde das Byzantinische Reich komplett überarbeitet und vertieft, und zum anderen habt ihr jetzt die Möglichkeit, Charaktere ohne eigenen Landbesitz zu spielen. Und diese landlosen Abenteurer sind echt super interessant, weil das ja dem bisherigen Spielprinzip komplett widerspricht. Da bedeutete der Verlust aller Titel bislang Game Over. Das Ganze funktioniert so. Ihr wählt aus einer Reihe vordefinierter Wanderer oder erstellt mit dem Herrscherbaukasten einen eigenen Charakter. Der startet mit ein paar Anhängern und einem Zelt. Das repräsentiert eure Einsatzbasis, die ihr mit der Zeit gegen Gold aufwertet und dadurch eure künftigen Truppen und euren Charakter stärkt. Basierend auf den Fähigkeiten eures Abenteurers könnt ihr euch dann zum Beispiel als reisender Gelehrter, als Söldnerhauptmann oder als Meuchelmörder verdingen. In der Nähe eures Lagers ploppen dazu immer wieder Aufträge auf. Je nachdem, wie bekannt ihr seid, kommen die von örtlichen Grafen, von Herzögen oder sogar direkt vom König oder Kaiser und sind entsprechend lukrativ. Die Wahrscheinlichkeit, einen Auftrag erfolgreich abzuschließen und dafür Gold, Prestige, Pietät, eine bessere Meinung und Vorräte einzustreichen, hängt von der Kompetenz eures Charakters oder manchmal auch von eurer Truppenstärke ab. Findet ihr in der Umgebung mal keine geeigneten Aufträge mehr, könnt ihr jederzeit euer Lager verlegen. Das kostet allerdings Vorräte, was eure Reichweite basierend auf der Größe eures Gefolges einschränkt. Ihr baut nämlich nicht nur ein Abenteurerheer auf, sondern holt euch auch fähige Personen dazu, die quasi euren Hofstaat bilden und Posten innerhalb des Lagers einnehmen können. Ein neuer Lagerstandort wird übrigens auch notwendig, wenn ihr die besonders lohnenswerten Strafverträge annehmt und durch Verbrechen wie Plünderungen und Morden den lokalen Herrscher verärgert. Das war in unseren Partien allerdings nie wirklich ein Problem, schon allein weil wir relativ schnell eine so große Armee aufgebaut hatten, dass sich niemand mehr traute, uns herauszufordern. Spielmechanisch funktioniert jeder Auftrag ein wenig anders. Manchmal müsst ihr herumreisen, mal entscheiden Skillchecks oder es beginnt ein Komplott. Die Komplottmechanik wurde im Zuge des einhergehenden Basileus-Updates general überholt und ist jetzt stark von den Fähigkeiten eurer Gefolgsleute abhängig. Es macht nun also schon einen Unterschied, ob ihr wirklich fähige Leute in euren Diensten habt. Bei militärischen Aufträgen erhöht ihr dagegen die Erfolgschance durch den Einsatz von Truppen. Und hin und wieder zieht ihr als Söldner sogar direkt in den Krieg, um entweder mit Gold oder sogar Land belohnt zu werden. Das ganze Abenteurer-Gameplay ist also vor allem für Rollenspieler interessant, weil alle Aktivitäten immer mit kleinen Geschichten, Entscheidungen und Charakterinteraktionen verbunden sind. Allerdings wiederholen sich die Aufträge in ihrer Grundstruktur relativ schnell, sodass ihr die Events nach einiger Zeit wahrscheinlich recht schnell abhandeln werdet. Die wirkliche Faszination liegt also weniger in den einzelnen Aufträgen, sondern im Werdegang eures Charakters, mit dem ihr ganz unterschiedliche Abenteuer erleben könnt und euch schließlich als Lord irgendwo niederlassen könnt und von da an normal weiterspielt. Und das geht übrigens auch andersherum. Verliert ihr mit einem normalen Herrscher eure letzten Titel, könnt ihr als Abenteurer weitermachen und euch wieder nach oben arbeiten. Hochgearbeitet hat sich auch unser Herzog Rainer. Denn der startete ursprünglich als Gelehrter, der kleinen Fürsten beim Verfassen ihrer Memoiren half und dafür vom Bischof in Passau bis zum König des Ostfrankenreichs tingelte.
Nach einer Pilgerreise nach Rom verschlug es ihn dann nach Norddeutschland, wo er eine Prinzessin ablieferte. Und von da trieb es ihn nach Canterbury in England, um die dortige Universität zu besuchen und das illustre Buch über Bücher zu schreiben. Danach verfiel Rainer allerdings in eine kleine Sinnkrise und heuerte beim nordischen Fürst von Northumbria als Steuereintreiber an, um seine Geldmittel nach den horrenden Studiengebühren wieder aufzufrischen. Der nordische Herrscher hatte nämlich arge Probleme mit aufgebrachten Bauern, die seine Herrschaft aus irgendeinem Grund nicht anerkennen wollten. Doch als Rainer dann mit den Nöten des Volkes konfrontiert wurde, reiste er durch das Land und stachelte die Einheimischen auf, statt sie auszupressen. Und so kam der Tag, an dem die Bauern den Aufstand suchten, mit Rainer an ihrer Spitze, dem sie kurz zuvor die Führung angeboten hatten. Der ohnehin geschwächte Nordmann konnte dem nichts entgegensetzen und verlor sein Reich an die Bauern, die York als Kapitale übernahmen, das freie Herzogtum fortan New York nannten und den Bajuwaren als Oberhaupt einsetzten. Ganz anders als für Rainer verlief dagegen das Schicksal von Theophanes aus dem Hause Justinian. Der begnadete Intrigenspinner wanderte Zeit seines Lebens durch Byzanz und mehrte das Familienvermögen durch so manch räuberische Tat. Seine Tochter und Erbin Sitara verführte dann mit viel Geschick den byzantinischen Kaiser und gebar einen unehelichen Sohn. Der wuchs zu einem großartigen Verwalter heran und konnte mit 55 Jahren genug Prestige ansammeln, um den ererbten Anspruch auf den Kaiserthron mit seiner gewaltigen Abenteurerarmee durchzusetzen. Seither regiert das Haus Justinian seit 3 Generationen mit strenger, doch gerechter Hand das Oströmische Reich, das sich mittlerweile von der Wolga bis nach Südfrankreich und von der Sahara bis zu den Alpen erstreckt. Ihr seht also, die Möglichkeiten mit diesem Abenteurersystem sind vielfältig. Nur die Balance ist mal wieder nicht ganz auf der Höhe, denn die Armeen, die ihr als Abenteurer aufstellen könnt, werden dank Lagerboni und geringen Unterhaltskosten übertrieben stark. Immerhin könnt ihr die Truppen dann aber nicht mehr unterhalten, wenn ihr mal einen Titel übernehmt. Das Ganze zerschießt also das Balancing nicht komplett. Und nebenbei, wenn ihr lieber an die Geschichte angelehnte Abenteuer erlebt, warten beim 1066 Startdatum mehrere historisch verbürgte Charaktere mit eigenen Eventketten und Hintergrundinformationen auf euch. So folgt ihr zum Beispiel dem Kampf der Angelsachsen gegen die Normannen oder spielt die Gründung des Assassinenorden nach. Im zweiten Teil des DLCs geht's dann um das Byzantinische Reich, das sich mit dem DLC jetzt intern wesentlich spannender und einzigartiger spielt. Denn mit dem neuen administrativen Regierungstyp werden Titel innerhalb des Reichs im Normalfall nicht mehr vererbt. Stattdessen werden Provinzgouverneure eingesetzt. Und wer welche Chance auf so einen Posten hat, hängt von der Herkunft, aber auch von der Eignung und dem neuen Einfluss ab. Mit dem boosten Titelanwärter entweder direkt ihre Chance auf eine Nachfolge oder geben ihnen für einen der über ein Dutzend neuer politischer Komplotte aus. Ihr könnt zum Beispiel die Unterstützung anderer Mächtiger ersuchen oder einen Titelrivalen erst durch Schmähungen in Ungnade fallen lassen und dann den gegenwärtigen Gouverneur per Erpressung zum Rücktritt zwingen. Die Adelsfamilien von Byzanz haben dazu analog zu den Lagern von Abenteurern einen Familiensitz, der unabhängig von aktuellen Titeln als Rückzugsort dient und sich für Boni ausbauen lässt. Je nach Stärke kann eure Familie dann zu einer der Mächtigen im Reich aufsteigen, die eines Tages sogar nach der Kaiserwürde greift. Die Optionsvielfalt in diesem Intrigenspiel ist so umfangreich, dass sie einen im ersten Moment fast erschlägt. Und gleiches gilt für die vielen Möglichkeiten, das von internen Querelen geplagte Reich zu straffen und in eine mörderische Bürokratiemaschinerie zu verwandeln. Denn die Werte eines Gouverneurs bestimmen über die Effizienz in Sachen Steuern und Soldaten in seiner Provinz. Sorgt ihr als Kaiser also dafür, dass euer Reich auch tatsächlich von fähigen Fürsten geführt wird, macht das einen großen Unterschied. Allerdings verliert sich dadurch das Spiel als Kaiser bisweilen in mühseliger Kleinarbeit und das macht nicht immer nur Spaß. Trotzdem spielt sich Byzanz jetzt tatsächlich komplett anders als ein normales Feudalreich.
Zum Beispiel greift ihr als Herzog oder Kaiser neben den Einberufenen und euren Kriegsvolkregimentern auf Reichsarmeen zurück, die ihr gegen Einfluss aus den Provinzen, also von den Herzögen, ausleiht. Und obendrein kommen noch jede Menge neuer Events und Schauplätze dazu. Ihr könnt Wagenrennen in Konstantinopel veranstalten und den prächtigen byzantinischen Thronsaal besuchen, wo sich die feinen Damen und Herren in ihren Seidengewändern zeigen. In Roads to Power steckt also wirklich eine Menge drin. Die vielen Optionen sollten sowohl Rollenspieler als auch Spielmechanik-Enthusiasten zufriedenstellen. Die einzige Kritik bezieht sich mal wieder auf die Balance, die in Crusader Kings 3 nicht erst durch diese Erweiterung ein wenig schief hängt. Gerade Großreiche sind im Abwehrkampf einfach zu schwach, auch wenn die KI mittlerweile öfter mal größere Reiche aufbaut und auch tatsächlich zusammenhalten kann. Echte Gegner stellen die viel zu passiven KI-Reiche für erfahrene Spieler aber spätestens nach der dritten Herrschergeneration nach wie vor aber nicht dar. Das ist an sich nicht die Schuld dieses wirklich ausgezeichneten DLCs, ist aber eben schon seit Release die größte Schwäche von Crusader Kings 3, an die sich Paradox langsam mal ranwagen sollte. Denn die Handlungsfähigkeit der KI hat viel mit der Langzeitmotivation zu tun und ist ein Grund, warum kaum jemand mal eine Partie zu Ende spielt. Roads to Power können wir aber trotzdem nur empfehlen, denn das ist definitiv der bislang beste DLC für Crusader Kings 3. This dynasty will start with me. Real strategy requires cannon.